Willkommen zurück zu Ranked Sprint bei World of Warships und wir haben heute einen Monarch im Gegnerteam und jeder Mensch, der die Conqueror hat, weiß, wie scheiße dieses Schiff ist. Ich möchte, okay, warte, scheiße ist halt so nett. Ich muss einfach sagen, okay, es ist nicht scheiße, es ist aber schlechter als halt der Nachfolger. Ich muss sagen, die Lion war noch echt geil. Und die Conqueror ist halt die Conqueror. Na, das muss man nicht viel sagen. Ich muss auch sagen, die King George ist richtig geil. Die Queen Elizabeth war richtig geil. Sogar die Warspite, die halt das Gegenstück zu Queen Elizabeth ist, immer noch geil. Und Monarch war halt immer so ein Schiff, wo ich mir dachte, das hätten die einfach besser machen sollen. Das Schiff kann, weiß Gott, auf jeden Fall gut sein, aber es ist halt meiner Ansicht nach sehr schwer. Also vielleicht hat mal, als ich das gespielt habe, das Schiff, hatte ich vielleicht ein paar Runden, wo ich echt gut war mal, aber dieses Schiff hat halt HE und AP ist halt nicht sonderlich gut, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob andere Leute andere Erfahrungen haben. Vielleicht ist das euer Lieblingsschiff, wenn ich euch da beleidige, tut mir das leid, aber mein Schiff ist es nicht. Ich bin froh, dass ich so einen Gegner jetzt habe, aber ich sollte niemals seinen Feind unterstützen. Unterstützen. Sprechen. Ja, reden. Man sollte niemals seinen Feind unterschätzen. Es kann sein, dass es ein Typ ist, der jetzt der übelste Ficker, also mich jetzt einfach ohne Grund einfach, also ohne Grund vor allen Dingen, einfach jetzt so wie niedermacht. Das kann durchaus sein, das sollte ich mir merken. Im Nahkampf vor allen Dingen ist das so eine Sache, da ist meine Zitadelle, glaube ich, besser erreichbar als meine. Meine als seine besser erreichbar. Also wird er mir höchstwahrscheinlich eher Zitadellen geben als ich ihm, weil ich habe bei der Monarch immer das Gefühl, dass ich die Zitadellen nicht wirklich bekomme. Und wenn ich das Schiff gespielt habe, habe ich halt immer übelst viel gedrückt bekommen. Ja, da war dann ein bisschen Hass entstanden tatsächlich. Nicht auf das Schiff, auf die Zitadelle. Vom Schiff. Okay, scheiße. Da ist er gerade weg gewesen. Oh, come on. Warum ist er genau dann weg? Weißt du, das kann jetzt natürlich. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein Spiel sein wie die Alabama. Weil Alabama ist halt so, ich wusste halt, dass ich ihn im Zweikampf, also wenn er auf mich zufährt, nicht besiegen kann, weil er halt diesen scheiß Schutz vor seiner Zitadelle hat. Deswegen bin ich halt immer auf Abstand gefahren. Hier ist es aber so, hier, die Monarch hat eine offene Zitadelle und ich habe eine offene Zitadelle. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns das jetzt beide machen, was ich denke, ist halt relativ hoch. Ich werde mal nach links fahren. Aber ich muss einfach nur dafür sorgen, dass ich halt einen Vorteil habe bei dieser Scheiße hier. So wie er gerade kommt, ist schon echt gut. Er schießt schon. Warum? Macht gar keinen Sinn. Das Schiff sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ja, mein Gott. Will er mich rammen? Nee, will er nicht. Okay, es ist halt nicht so geklappt, wie ich wollte. Komm, dreh nochmal. Dreh. Oh doch, ich zieh da den, lol. Richtig. würde es jetzt die ganze Zeit so laufen, dass wir das immer wieder machen? Das wäre halt mega langweilig, aber trotzdem. Das ist schon richtig Nachteil davon, einfach weil ich jetzt Full Life bin und er nicht. Er hat halt eh schon weniger Leben gehabt als ich. Alter, ich habe 13.000 Leben mehr als ich, als er. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es würde deinem Monarch eigentlich gut tun, wenn die ihn noch irgendwie. Wenn dieses Schiff noch buffen und irgendwie noch das Super Heal von der Conqueror geben. Also nicht so krass, ich meine fürs Level halt, ne? Gut. Das würde dieses Schiff einfach an sich nochmal viel sympathischer machen. Weil an sich kann man mit diesem Schiff gut was machen, aber ich weiß nicht. Es hat halt allein wegen dem wenigen Leben halt, die haben alle viel mehr Leben als. Ne? Ich muss überlegen, was ich mal gerade mache. Ich bin gerade ganz am Labern, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich überlege, ich glaube, ich fahre gar nicht einfach links weiter. Ich weiß, der ist noch im Cap drin. Das ist. Flugzeug starten, erstmal gucken, wer ist. Dann werde ich gleich in A reinfahren und das cappen. Ich bin ja hier ganz nah dran. Ich wollte gerade eigentlich nur nicht gegen die Insel fahren. Wobei das, glaube ich, sogar die schnellere Möglichkeit gewesen wäre, um hier zu wenden. Ach lol, er ist da direkt schon. Okay, wenn ich jetzt meine Breite zeige, ist halt echt scheiße für mich. Warte, ich wollte gerade gucken, wo deine Türme sind. Kann ich aber nicht sehen. Scheiße. Er dreht gerade eh so komisch weg. Ja, dann ist okay für mich. Da zeige ich ihm auch Breitseite.
Er hat seine Türme. Er dreht gerade mit seinen. Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht gut. Weil wir jetzt beide Breitseite stehen. Guck mal, wie scharf seine Türme auf meine Breitseite sind. Aber ich bin auch scharf auf seine. Oh, kacke, das ist okay. Okay, da habe ich Glück gehabt. Er hat, glaube ich, echt zu weit vorgehalten. Er hat nur mein. Ja, vorne, vor meinen Türen da reingeschlagen. Ich glaube, seine einzige Chance ist, glaube ich, mich jetzt zu rammen. Ich glaube, das hat er sogar. Hat er das vor? Ich weiß es nicht. Oh shit. Das hat schon eher weh getan. Okay, ich hoffe, er rammt mich nicht. Dann habe ich ein richtig krasses Problem. Was macht denn der jetzt? Wenn ich er gewesen hätte, hätte ich mich jetzt gerammt. Er hätte mich einfach rammen sollen. Ich weiß zwar nicht, was da passiert, wenn man rammt, aber wäre halt irgendwie schlauer gewesen. Ja, keine Ahnung. Egal, hat er sich echt so krass hochgehielt mit einmal? Oder hat er schon mehrere Heals benutzt? Wahrscheinlich hat er so mehrere Heals benutzt, ne? Aber gut, das war die Runde mit der Vladivostok. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, sieht das gerade richtig? Ich habe hier 40 Tellen gedrückt, lol. Ach, die letzte war wahrscheinlich noch eine, ne? Na egal. Gut, aber nicht vergessen und sieht man sich beim nächsten Mal wieder.